ist ja Hussein-Jong. Endlich mal wieder eine Bulli Rescue Mission. Guten Morgen, Phil. Wir haben jetzt gerade eben im Auto überlegt, wann haben wir das letzte Mal eigentlich einen Bulli gerescued? Und ich glaube Ende 2017 oder Anfang 2018 war das letzte Mal. Es geht aber wieder los. Wir haben einen richtig, richtig coolen Bulli gefunden. Also mein Bruder hat auf der Jagd mir auf einmal in Deutschland ganz viele WhatsApps geschickt. Da wusste ich, irgendwas hat er gefunden. Ich freue mich einfach. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir wieder ein Bulli rescue. Let's go, komm mal. Ich und mein. Shake away. Ich und mein. Shake away. Kick it. So, das erste Tor, das erste von vielen Toren. Wir sind hier im Kommershochland. Hier ist viele Berge, viele, viele Berge. Muss mal gucken, ne? So ein Tor geht immer nur in eine Richtung gut auf. Das muss man erstmal rausfiltern. Mal sehen. Ah. Okay. Und das Schöne ist, der Farmer, der hat uns so eine Karte per E-Mail geschickt. Ja, ey, per E-Mail actually. Die haben E-Mail da auf der Farm. Und da kann man dann genau sehen, wo man wie abdrehen muss. Und dieses letzte Stück hier unten, das ist da, wo wir gerade sind. Und dann steht da Tor, trockener Damm, Bassin und so weiter und so fort. Jo. Es ist gefühlt jetzt das 25. Tor, was ich jetzt hier aufmache. Aber wir sind endlich angekommen. Farm Westende. Noch 5 Kilometer durch diese Berge. Eieiei. Phil und ich haben eben schon überlegt, man muss auch wissen, ne, den Bulli, den wir heute rescuen, der muss da auch irgendwie hingekommen sein. Ne? Diese Putt muss der gefahren sein. Ja. Und so eine Kombis findet man auch nur, wenn man einen Bruder hat, der hier immer jagen geht. Und dann auf einmal den findet, weil sonst findet den keine Sau. So, hinten drinne. Hinten liegen die ganzen Achsen drinne. Gestern alles schon ready gemacht. Hier ist der A-Bar. Coolbox, ganz wichtig. Okay, wir sind jetzt beim Farmhaus angekommen. Ich mache jetzt mein 100. Tor auf. Aber wir sind so nah. Very close. Corona auf der Farm. Da kann man auch anständig die Hand geben. Moin, moin. Hallo, Erik. Hallo, super. Hallo. Lecker, Mann. Ah, da kommen wir. Da kommen wir. Hey, da ist er. Da ist er. Schisch. Und wie lange steht der schon hier? Keine Ahnung. Vor ihr die Blas habt, oder wie? Ist sie schon in der Familie schon, ne? Schwiegervater, der muss den mal hier. Irgendwann mal hingebracht haben. 68 hier hingebracht. Das ist noch drin. Ja, okay. Was ist das? 90.000 Meilen hat er gemacht. Ja, also ey. Aber wie viele Mal, weiß man ja auch nicht. Ja. 190, 290, 390. Kann man da sehen, was? Das Baujahr, über die Baujahr haben die immer nicht reingedingert. Diese zwei Ziffern haben irgendwas da. Das sind die letzten zwei Ziffern. Was ist denn hier Problem? Diese Löcher hier aufmachen, dass wir die Bolzen da durchkriegen. Was ist da drin? Sand und... Das sind schon Jahre von Sand, das hier drin ist. Wir machen jetzt auch nicht die Originalbolzen rein, weil das ist zu. Ja. Das Gewinde ist alles. Das ist das Moch. Moch um das. Oh, nee, unbedingt, das muss ich dann sauber machen. Und das ja, nee. Machen wir nicht. Und jetzt, Wiedel, was ist das Problem? Ich bringe draußen. Ja? Der eine Bolzen, der ist abgebrochen. Da steckt jetzt noch ein Stück wieder. Mit dem Bolzen abschneiden. Ich weiß immer, wenn Wiedel seine Brille ansetzt, dann ist irgendwas serious. Runter.
Hey. So, da rein, im letzten Mal auch sogar reingeklommen. Ja, ne? Rein muss er. Rein muss er, auch wenn beide schreien. Auch wenn beide schreien. Oh. Fällt sogar Zeug runter. Ja, der geht. Vorne konnten wir auf dieser Seite nur einen Bolzen reinmachen, weil der andere ist uns eben abgebrochen. Jetzt machen wir einfach mal noch hier so ein. Der war eigentlich schon abgebrochen. Der war schon abgebrochen. Der hat irgendein anderer irgendwie abgebrochen. Ach so. Wie heißt dieses Ding hier? Belting. Ich weiß nicht, wie die ganzen Tools heißen. Cargo Belts. Den machen wir jetzt einfach nur für Sicherheit nochmal hier dran fest, weil man weiß ja nie. Da haben wir das auch schön schmiert. Ein bisschen Grieß. Vor 65 Jahren reingemacht. Jetzt einmal rausgeholt, bisschen Grieß und dann wieder rein. Diese Gewinde müssen wir jetzt hier alles sauber machen. Okay. Ist das auch ein Bolzen abgebrochen? Ah. Aber das so reiten wir drei drauf, wenn das reicht. Okay. Nur der die andere Seite noch checken. Andere Seite ist auch abgebrochen. So Standard hier bei den Amis. Ja, dass hier alles mal Biege abbrecht. Aber das macht nichts. Reichen ja. In Afrika reichen auch drei. Ja. Das ist wie beim Geschlechtsverkehr. Da braucht man ab und zu mal ein bisschen Hilfe. Sauber. Das geht shoppen. Jetzt machen wir etwas, was man eigentlich nie machen sollte. Ist beim Verkehr das Ding nicht Gummi zu benutzen. Aber wir kriegen das einfach nicht ran. Deswegen machen wir erstmal das Gummi einzeln dran. Also haben wir jetzt ohne Gummi gemacht. Ja, das war eigentlich nicht machen. Nee. Fiedel ist bei sowas, ne, ist Fiedel immer voll auf Achse und der ist nicht in seinem Element. Das heißt, ich muss mit meiner Kamera immer hinterher rennen und fragen, was ist jetzt? Und dann ist er schnell da. Dann ist er schon wieder weg. Dann ist er wieder da. Guck mal, da ist er schon wieder. Eben war er noch da hinten. Jetzt holt er dieses große Rohr hier raus. Ich weiß nicht, was er auf der anderen Seite macht. Check mal, ob das kommt, wenn ich da hinten. Okay. Vielleicht kommt er gleich hier rausgeschossen. Okay, ich klopf. Ja. Ja, komm. Kommt stief. Und wenn du jetzt wieder rein hast, geht er wieder in die Richtung. Ja, jetzt will ich mal gucken, ob er jetzt wieder raus geht oder nicht. Da geht er wieder. Alles gut. Moi. Das haben wir schon genug. Schisch. Wir können den aber. Aua. Wir können auch den. Als Tontechniker ist das jetzt hier diese Haue ganz schön weh auf die Ohren. Zweite Seite. Da gehen wir. Wie viel von diesen Tuben hast du in deinem Life schon aufgebraucht? Ja, das wusste ich nicht. Also bei der Arbeit und privat? Bei der Arbeit viel. Nicht so viel. Das brauchst nicht so viel. Okay. Man kann hier viele Parallelen ziehen. Ne? Wenn das im einen Loch nicht reingeht, dann treibst du das andere Loch. Und dann, wenn du im anderen Loch drin warst, dann treibst du das andere Loch wieder, wo du vorhin nicht reinkommst. Bis geht das dann. Also dieses Video ist auf jeden Fall für über 18. Ja. Und das ist nicht für unter 18. So alle kleinen Kinder, die hier auf YouTube sind, macht mal ruhig schnell aus. Wir hatten alles dran. Und dann haben wir gemerkt, dass die beiden stehen ein bisschen schief. Der da hinten steht ein bisschen mehr. Aber dann hat Fiedel beschlossen, wir machen alles nochmal ab. Da hat er beschlossen, er macht alles nochmal ab. Christian und ich sitzen nur hier und lecker unter dem Schirm und gucken ganz zu. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Kino. Und schafft das. Oh, nee, der muss nochmal abmachen. Ei. Und dann wieder. Und Christian, du farmst mit Rindern, hast du gesagt, ne? Ja. Aber ich sehe hier kein Gras, nichts. Wenn ich hier so rüber gucke, das sieht echt müde aus. Was essen die Rinder dann?
Die müssen auf Gummershochland stoppeln, das noch überleben. Also irgendwo auf der Farm hast du noch ein bisschen Gras. Da habe ich noch ein bisschen Gras. Ja. Ah, okay. Ja, Climate Change affektiert sogar auch die Farmer hier im Gummershochland, tief in Namibia im Busch. Weil irgendwelche Leute in Großstädten und große Companies und die Jeff Bezos, die geben Gas. Kapitalismus, der muss rollen. Bäume müssen gefällt werden. Ah, traurig. Alright, zurück zur Main Story. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Bolzen, die wir da einmal sauber machen müssen oder wieder neu reinschneiden müssen. Der erste sah richtig gut aus. Der zweite da war irgendwie eine Wespe, hat ihr Nest gebaut. Da müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Aber wir kriegen eigentlich kriegen wir immer alles hin. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann machen wir es mit Draht fest. Okay. Erster Reifen ist fest. Aber wir haben gemerkt, dass in diesem ganzen Shaggingwang überall fehlen Bolzen oder ist eine Bolze abgerissen oder. Also wie heißt das auf Deutsch, Bolzen nochmal? Wir geben ja jeden von unseren Shaggingwangs geben wir immer einen Namen, damit wir, so also einen Codenamen, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Und ich denke, wir nennen diesen Shaggingwang hier nennen wir Bolzen. So, Hinterreifen sind drauf. Jetzt ziehen wir diesen Holzbalken, der da seit. Wir denken irgendwann in den 60ern stand dieser Bus hier. Und dann guckt ihr es mal an. Yes. Jetzt gleich steht er zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf seinen Reifen. So, er steht jetzt auf 4 Reifen. Kann man checken hier. Aber hier hinten ist ein Heavy Lowrider. Also die Engländer würden uns jetzt quasi liken, weil die bauen ihre ganzen Bullis immer so Heavy Lowrider. Wir liken das nicht so. Vor allem, wenn wir wissen, wir müssen noch über diese ganzen 12 Kilometer Berge und dann nochmal 70 Kilometer bis in die Hauptstadt Windhoek. Okay. Hey. Eber ist dran. Welche Zeit ist jetzt? Also, 10:45. Viertel nach elf ist welche Zeit? Viertel vor. Hey, Amper. Viertel vor, ey. Mann, Viertel, es ist Wummerzeit. Yes! Gold Edition diesmal. Ey! Was? Kriegen wir den jetzt umgedreht? John holen. Wippen wir den? Ja. Okay. Und ich mache jetzt mal hier ein Bild von der Plakette. So. Und so, ich laufe jetzt den Berg da hoch. Der Farmer hat gesagt, da oben ist Empfang. Und dann schicke ich das nach Deutschland zu den Profis. Und hoffentlich kann er uns sagen, genau was für ein Jahrgang das ist. Okay, irgendwo hier müsste eigentlich guter Empfang sein, hier oben. Wir checken mal. So. Farm hat mir gesagt, ich soll mein Handy in die Richtung halten. Da. 3G. Okay. WhatsApp auf. Checken wir das mal an den. So. Okay, geschickt. Ging durch. Geil. Mal gucken, ob der antwortet. Okay. Lecker, Mann. Okay, jetzt muss ich, wie ich immer mache, einmal auf dem Scrapyard, da wo die ganzen Eisenteile liegen. Weil ich glaube daran, dass wir noch vielleicht ein oder zwei Bumper finden. Also Stoßstangen, das wäre genial, weil das ist ein 56er, 57er, die hatten Pressed Bumpers. Und wir haben noch gar keinen Pressed Bumper und die kriegen wir auch ganz schwer. So, ich muss jetzt mal darüber. Wie komme ich am besten darüber? Kriegst du jetzt nochmal durch den Zaun durch? Nee, da vorne ist ein Tor. Wenn du hier durchs Tor. Okay, hier fängt der Scrapyard an. Hier fängt das Ganze. Eisen, alles bis über den Berg rüber. Was ist das hier? Was ist das hier? Was hat die Farbe? Hier. Das ist doch interessant. Das legen wir alles mal hin. Weiter geht's. Da geht es weiter, der ganze Spaß. Ganz viele Eisenteile.
Teile. Aber hier liegt viel, viel Kram rum. Natürlich auch immer ein bisschen gucken. Das ist natürlich der beste Platz für Schlangen, die dann hier im Schatten irgendwie liegen. Oder wenn man irgendwas hochhebt, immer schön gucken. Als Kinder, ne? Als wir aufgewachsen sind, das war immer unser Spielplatz. Hier konntest du Sachen zusammensammeln und dann richtig irgendwelche kleinen Häuser bauen und so weiter und so fort. Das war immer herrlich. Hier liegt natürlich ein riesen Haufen, aber um den aufzuwühlen, hier kann man checken, guck mal hier, was ist das? Ist das Volkswagen? Ja, Volkswagen. Aber das ist, glaube ich, eher T2. Nehmen wir mal mit. Hier ist noch einer. Hier ist der andere. Andere T2, andere Seite. Und guck mal, hier liegt ein Horn. Ei. Das ist die andere Seite. Schade. Ich bin jetzt zweimal hier rumgelaufen. Aber wer nicht probiert, kann auch nicht gewinnen. Okay, irgendwann muss man auch wissen, wann genug gesucht ist. Jetzt wird erstmal lecker gebreit. Ganz wichtig. Kohle ist schon ready. Fleisch ist da. Name Flavor Spice ist da. So, jetzt schnell nochmal Zebrasteak mit Farm frisch gemachte eigene Butter, Knoblauchbutter. Dann noch ein bisschen Kackreden und dann geht's zurück. Okay, Fiedel, los geht's. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ja, los geht's und jetzt bin ich links vorne. Ich muss jetzt wirklich das Tor zumachen. Fiedel sagt gerade, der Kombi, der guckt jetzt hier die Area, weil der ist hier seit, I don't know, 30, 40 Jahren nicht mehr lang gefahren. Der guckt jetzt und denkt, wow, so sieht das hier aus. Area. Ich denke, der freut sich. Also ich denke, der Kombi freut sich, der Schengen-Wagen, dass der jetzt ein bisschen rauskommt, die große Welt sieht. Der kommt jetzt zu seinen anderen Freunden und dann kann er seine Geschichte den anderen erzählen. Weil da, wo unsere ganzen Bullis jetzt stehen, da ist Party. Party, jeden Abend Party. Und die erzählen die Geschichte von den letzten 50, 60 Jahren. Nee, ich stande da unten im Süden. Ich stehe im Norden und so weiter und so fort. So. Der kann natürlich jetzt große Geschichten erzählen, wenn der da ankommt. Er sagt, okay, ich stande 30 Jahre auf einem Spot. Es war heiß. Ich konnte nicht mehr. Radlager füllen, ja. Weil wir jetzt wissen, was fest ist. Okay. Danke, danke. Lass uns noch mal gucken. Ja, irgendwas riecht. Der sackt uns immer mehr und immer mehr und immer mehr ab. Ein Heavy Lowrider jetzt geworden. Ja, mal wieder so typisch. Sehe ich eine Glasflasche, die hier rumliegt. Irgendwie jemand. Guck mal. Oh, das ist ein großes Ding. 57. Ein paar Ameisen drauf. Ja, die gehört nicht. Die gehört nicht hier im Busch. Immer Sachen aufheben, immer Sachen aufheben. Okay. Mein guter Freund Sven. Sven Peters. Moin. Du hast geantwortet. Die WhatsApp von vorhin kam endlich bei dir an. Er ist aus dem Jahr 1957 im Mai. Und es ist ein Kombi. So. Da steht er jetzt. Bisschen eng eingeparkt. Aber er ist zu Hause. Ich denke, Fiedel war auch wieder happy, mal wieder einen Schengen-Wagen endlich mal zu retten. So, ja. Lasst please Kommentare, was euch am coolsten gefallen hat an dieser ganzen Rescue-Mission. Lasst mich auch wissen, wenn ich das wirklich noch weitermachen soll. Obwohl, ich glaube, das machen wir schon weiter. Aber wie ihr merkt, es ist schwieriger, Schengen-Wagens jetzt zu finden. Ne? Selbst in Namibia, wo
noch viele waren, ist jetzt wirklich, also den habe ich wirklich durch Zufall nur durch meinen Bruder, weil der jagen gegangen ist, gefunden. So, ey, und wenn das jemand aus Namibia guckt, dieses Video, oder aus Deutschland oder egal wo in der Welt, und ihr habt noch irgendwo, oder ihr wisst von einem Bulli, der noch irgendwo steht, schreibt mir direkt über Facebook, Instagram, egal. Und maybe kann ich den dann da auch mal retten. Und wenn ihr mich supporten wollt, please, Times sind richtig tough gerade mit diesem ganzen Corona-Bullshit und so weiter. Also nicht, Corona ist kein Bullshit, sondern mit der Corona-Situation würde ich mich freuen, wenn ihr mich supporten könnt. Es gibt noch Special Limited Edition, die T-Shirts gibt es noch, nicht mehr so viele im Online-Shop, und danach darf ich die auch nicht mehr machen. Also diesen, ich habe einmal von Volkswagen die Erlaubnis bekommen und jetzt, that's it. Also ja, checkt auf jeden Fall unten rein. Cool. Bis zur nächsten Session. Hoffentlich nicht wieder 1,5 Jahre. Aue, ciao.